Wäre es nicht ideal, wenn jeder Führerschein-Neuling sich einen Straßentunnel mit seiner Ausrüstung, also Notruftelefone, Sicherheitsnischen, das Öffnen von Querschlagtüren, einmal in Ruhe ansehen und alles ausprobieren könnte, so dass man weiß, wo sich im Notfall im Tunnel welche Ausrüstungen befinden. Gleiches gilt auch für den Schienenverkehr. Ein unterirdisches Tunnelsystem zu Forschungszwecken, das sogenannte Zentrum am Berg, soll hier Abhilfe schaffen. Mit diesem Zentrum soll in einem stillgelegten Teil des steirischen Erzberg eine weltweit einzigartige Forschungsstätte entstehen. Auf rund 1000 Metern Seehöhe sollen zwei Eisenbahn- und zwei Straßentunnel sowie eine fünfte Röhre als reine Versuchsstrecke entstehen. Zentrum am Berg ist ein Forschungs-, Trainings- und Ausbildungszentrum für alle Geobereiche, sage ich ganz gern. Also nicht nur der Tunnelbau, sondern auch das Erdölwesen, die Geowissenschaften, die Geophysik. Alle jene, die mit der Erdkruste zu tun haben, sollen dort oben trainiert werden können. Circa 50 Unternehmen haben bereits Interesse bekundet, im Berg zu forschen. Dabei reichen die Projektideen vom Bauingenieurwesen bis zur Informatik. Dabei wurde das Zentrum noch nicht einmal international kundgetan. Die Bauzeit des Zentrums am Berg beträgt 3 Jahre und soll noch dieses Jahr beginnen. Allerdings ist vorgesehen, Teilabschnitte nach Fertigstellung sofort in Betrieb zu nehmen.